Einen wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Herzlichen Glückwunsch, dass ich heute wieder euer Caster sein darf. Ja, die Intros, die kann ich. Es geht heute das erste Mal rein in die Best of 3 Series. Wir haben kein langweiliges Best of 1 Gedöns mehr. Jetzt geht's ans Eingemachte. Wir spielen wieder gegen LFL Frauds. Mal wieder zeigen, dass die Franzosen überhaupt gar nichts können und überhaupt nicht die beste Region sind. Ich denke, nach gestern können wir durchaus confident sein. Wird eine geile Series. Ich habe den Twitch-Chat gar nicht offen, fällt mir gerade auf. Warum auch immer. Warte mal, wie sind wir? Wie heißen wir? NNO Prime. Da, besser so. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Du musst im Loading-Screen die Socken ausziehen. Nein, muss ich gar nicht. Weil ihr die Socken kaufen sollt. Ich mache dafür Werbung. Haben wir die 100k Follower geknackt? Jetzt schon? Jetzt schon? Jan, kannst du das irgendwie zeigen? Wie schnell ging das denn? Also mir wurde im Vorfeld gesagt, dass wir die probably heute knacken werden, aber das ging ja instantly. Herzlich willkommen auch an alle Raiders. Vielen Dank dafür. Und moinsen, Leute. Grüße. 100.000 Flanken im Wind, das ist schon stark. Also Real Talk, das ist schon sehr, sehr stark, wenn man bedenkt, wie jung, wie frisch dieser Kanal noch ist. Jetzt schon 100.000 Supporter. Viel Liebe an euch, Chat. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich. Und ohne meinen Ventilator auch nicht. Das ist schon sehr, sehr strong. Fühlt euch geküsst. Fühlt euch geküsst, Chat. So, und wisst ihr, wer heute auch küssen wird? Und zwar den Bordstein. Richtig, Vitality. Diese... Pff. Was darf man, was an Schimpfwörtern darf man jetzt hier rauslassen? Bro, das sind irgendwelche fucking Randoms. Like, kein Schwanz interessiert sich für Vitality. Und ich habe heute ein paar Tweets von denen geschickt bekommen. Bah, gibt's eigentlich eine sympathische französische Orga, abgesehen von BDS? Ich glaube nicht, oder? Das ist ja so cringe, was die von sich geben. Die sind an einer Tour nur am Shit-Talken, aber auf so eine, also ich meine, ich auch, aber auf so eine richtigen unangenehmen Art und Weise. Aber ich denke, allzu viel kann man auch von einer Orga nicht erwarten, die zum E-Sports World Cup fährt und sich dafür feiert. Am I right? BDSA ist ja auch deutsch. Es geht ja um die Orga. Es geht ja nicht um die Spieler. So, naja. It is what it is. Die werden ja dafür jetzt dann in der Kluft aufs Maul bekommen. Wir rächen uns dann eben auf dem Spielfeld. Ich glaube, es sollte eh gar nicht so lang gehen, bis wir reingehen. Es sollte nicht so lange dauern, bis wir reingehen. Dadurch, dass die Series davor schon durch ist. Unicorns hat verloren, leider. Ich dachte, to be honest, dass die wirklich ein gutes Los gehabt hätten. Mit einem Win hätten die sich schon für die Knockout-Stage qualifizieren können, genauso wie wir heute auch. Aber haben sie leider nicht geschafft. Ich meine, ist jetzt nicht schlimm, weil sie noch zwei Chancen haben, genauso wie bei uns auch. Der Gewinner heute aus Vitality ging in den NNO Advanced ins Achtelfinale in diesem Knockout-Stage der EMEA Masters. Und der Verlierer spielt basically weiterhin Best of 3s. Also für uns gibt es jetzt kein Best of 1 mehr. Es gibt jetzt nur noch Best of 3s. Bis du entweder 4 Wins insgesamt hast oder 4 Loses. Und dann bist du entweder weiter oder raus. Das heißt, heute Abend ist basically der erste Matchpunkt. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Eben für den Einzug in den Knockout-Stage der EMEA Masters. Nochmal guten Abend, Leute. Grüße an alle, die jetzt dazukommen. Bei KC sind die Fans unangenehm. Bei Vitality dieses Org, weil Fans haben sie keine. Actually, good one. Genau. Ich denke, es ist komplett krank. Ich glaube, wir haben immer noch nicht genug darüber geredet, wie insanely clean NNO letzte Woche gegen den TCL First Seed, nicht letzte Woche, gestern gegen den TCL First Seed gespielt hat. Ich glaube, die werden einfach nur 70% der Leistung von gestern heute in der Series abrufen können. Können wir sehr confident sein. Bin ich ehrlich. Ich glaube, da wird nicht mal zu viel an der Copium-Hopium-Bong gesmoked. Ich denke, dann können wir wirklich confident sein. BDS ist Schweiz. Wieso verwechseln das immer alle? Naja, weil sie in der französischen Liga spielen. Vermutlich. Aber ich wusste es tatsächlich echt nicht. Ich meine, das hat nichts mit Verwechseln zu tun. Ja, aber actually können die doch gar keine Schweizer sein, weil sonst würden sie doch in der Prime League spielen. Oder nicht? Die Schweizer
trinkt der Alkohol beim Arbeiten? Ja, natürlich. Wie soll ich den Laden hier denn sonst aushalten? Du siehst doch den Twitcher da. Na egal, darum geht es jetzt auch nicht. Kann ja sein, dass die irgendwie Schweizer Gründerväter oder so haben. Aber ich dachte, die spielen in der französischen Liga, deswegen sind Franzosen. Die sind doch belgisch. Okay, wir einigen wir uns einfach darauf, wir sind in Geografie alle schlecht. Und jetzt reden wir nur noch über NNO Prime und Vitality B. Wer spielt bei Vitality eigentlich? Also die sind ja wirklich so irrelevant. Ich weiß halt wirklich nicht, wer bei denen spielt. Warte mal. Ist auf dem Screen. Perfekt. Naknako Douglas, kann ich nicht aussprechen. Joppa Stand. Ich kenne nur Stand. Ich kenne unironisch nur Stand von denen. Ah, Douglas kennt man auch. Ja, fucking randoms, all I have to say. Fucking randoms. Läuft, also, wird komplett easy. Carglass, genau. Genau, der ist der Gründer von Carglass. Der hat auch die Werbung, die nervige Radiowerbung angesprochen. Joppa hat doch voll lang bei Big gespielt, das war ein anderer Joppa. Scarface, altes Team, stimmt, Scarface war mal bei dem Haufen. Stimmt, 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 stimmt. True. Ich bin gespannt, ob, ich meine, du hast ja nicht so viel Zeit für die Vorbereitung. Meint ihr, die Auslosung ist basically jeden Tag um Mitternacht. Das heißt, du hast einen halben Tag an Vorbereitung. Du kannst im besten Fall den Draft preppen. Ich bin gespannt, wie Vitality es schaffen will, Zeran einzudämmen. Ob man jetzt ganz viele Midland-Buns droppt, ich habe keinen Schimmer. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass du so einen Spieler wie Zeran einfach überhaupt nicht in Buns wirklich eindämmen kannst. Aber es könnte eine Herangehensweise sein. Aber es kann nicht sein, dass Zeran basically einfach jedes Game komplett one hineingeht. Und vor allem, wenn dein Midlaner, ich habe den Namen schon wieder vergessen, heißt, ist halt einfach Land unter. Wann geht's los? Es kann sich legit nur noch um Minuten handeln. Es sollte nicht allzu lang dauern, keine Angst. Witbi spielt sehr über Bot. No, ich habe keinen Schimmer. Ich habe von denen noch kein Game gesehen. Ich habe bis jetzt immer nur versucht, alle Dach-Games zu verfolgen. Und BDSA habe ich fast alles gesehen, aber sonst. Ja, genau. Zeran hat einen sehr guten Champion-Pool. Deswegen sage ich ja, ist es auch gar nicht so easy, ihn zu target-bannen. Ich meine, der Bro hat legit auch Draven Mitte schon gespielt. Kani, du solltest mal auf dein YouTube schauen, das Solar-Video ist Double Upload. Ah, oh, kriegt Wilse immer wieder eine Woche nichts zu trinken. Essen. Ich meine, ich werde es Wilse direkt schreiben. Danke für den Hinweis. Draft ist da. So, wir gehen rein. Die ersten Bands Nila. What the actual Copper Horse? Okay, da ist der Lilia-Bann. Ich glaube, Schlatan hat die letzten vier Games nur Lilia gespielt. Macht Sinn. Shiganari Jin auch sehr überzeugend. Ja, also man targetet wirklich die anderen Champions. Man sagt direkt, Zeran ist nicht einschränkbar im Draft. Fuck that. Genau, Aurora auch gone. Ich habe ehrlich gesagt Track verloren, auf welchem Stand Aurora bei den EMEA Masters ist, weil die wurde ja zu oft gehotfix nerfed, dann wieder hotfix buffed, die wurde so oft gechanged, ich weiß ehrlich gesagt nicht, auf welchem Stand die ist. Scarface Renekton auch gone? So, was first pick me hier? Mein Corki-Option, Lucian-Option, Ezreal-Option. Sejuani? Auch möglich. Ich glaube, Ash würde ich nicht fühlen. Ash würde ich fühlen, sag ich doch. Geiler First Pick. Let's go. Perfekt. Da kommt, war das das Antwort? Ich meine, ja. Es ist einfach dieses Standard-Utility-Carry-Matchup-Handshake-Gedönsel. In der Theorie war das auch ein Flex. Kannst auch auf anderen Positionen spielen, aber never mind, Maokai. Ja, auch viel gesehen, immer mit dem Liandris-Bild im Jungle. Macht dann auch, bringt noch ein bisschen Magic Damage in die Team, kommt mit rein. Vor allem, wenn du Double ADC spielen willst. Talking about it. Da ist der Varus-Lock. So, nächste Rotation. Was ist mit dem Korkler? Was wird jetzt hier mit dem Korkler?
Braum Corki, nee, ich glaube nicht, dass du hier einen Braum blind picken willst. Was wäre denn jetzt hier mit Leona Corki? Oder, okay, Ash Sejuani, okay, und jetzt noch ein Korkler. Okay, wir heben uns die Midlane-Picks komplett auf. Wir laufen dann potenziell noch in zwei Midlane-Bands rein. Ah, Ken blind. Ich meine, Scarface hat komplette 1v9-Performances auf Ken rausgehauen. Ich finde es auch nice, wie wir so ein bisschen die Thematik so durchspielen. Wir bleiben im Blueprint. Was für blaue Champions gibt es noch für Mitte Support? Rakan. Okay, bin ich kein Fan von. Ganz ehrlich. Rakan ist ein solider Champion. Aber ein Rakan blind eröffnet so viele Möglichkeiten. Rakan ist halt einfach useless bis Level 6. So, da kannst du alles reinspielen. Real Talk, du könntest. Hear me out, Milio. Milio für uns. Milio ist gut gegen Rakan, du kannst deine Weg canceln. Milio Ult für Maokai Ult, Maokai W, Varus Ult, Rakan Charm. Nein, fick, Real Talk, ich glaube nicht, dass wir einen Braum brauchen. Wir haben schon genug Frontline und CC. Milio wäre insane. Nein, ihr sagt nur Braum, weil er blau ist. Chat, so funktioniert das nicht. Wir sind eine professionelle Orga, hier gibt es nicht nur blaue Champions. Milio wäre insane hier. Ich weiß nicht, ob wir das sehen. Auch Rel Leona, die beiden besten Hard Engage Supporters raus. Legit, Milio ist legit Freeman. Vor allem, wenn wir noch auf einen ADC opten. In Midlane. Sion into Cannon. Okay, ich bin kein Top-Laner, müsste Tolkien sagen. Ich habe keinen Schimmer, wie das Matchup ist. Oh, Milio ist so krass hier. Milio Ashe ist auch eine richtige Bank. Sowohl early als auch in Teamfights. Bitte gib mir die Milio. Die sehen das auch, oder? Du, TF Goldcard auch noch. Bitte pick Milio. Bro, Milio, es ist impossible, dieses Game zu verlieren mit Milio. Also das Ding ist, wir brauchen keinen zusätzlichen Engage mehr, no? Wir haben Ash, Arrow, Sejuani, Ult, Cannon Flame. Milio wäre so krank. Okay, das ist der Korkler. Haben wir angesprochen. Corki immer noch einer der besten Champions auf dem Patch. Bitte, Lucky. Du siehst es auch. Bro, I swear, wer bin ich delusional? Wir brauchen keinen Hard Engage mehr. Milio wäre so insane hier. Du hast Winning Botlane. Du hast Win. Okay, das für seine Freundin. Action, Nico ist auch fein. Nico ist. Na, warum denn? I mean, wir haben giga viel CC. Also wir counter basically viel CC mit noch mehr CC. Zaya Rakan. Zaya generell, wir haben es auch gerade eben in der UOL-Series gesehen, ich weiß nicht, wer von euch die spectated hat. Zaya ist halt nicht wirklich gut momentan, aber gegen so viel Hard Engage und so viel Dive, wie das Lineup von NNO es halt bietet, ist sie legit nicht bad. Okay. Also es ist wieder das gute alte Cocky Tristana Match. Legit, Milio wäre so broken gewesen. Das ist aber auch kein Hopium-Kopium. Milio wäre insane hier gewesen. Aber gut. Nautilus geht immer. Point-Click-C geht immer. Wir haben drei Squishy Carries. Tatsächlich ist Maokai. Das wird auch wieder ein Leandris Maokai. Der ist auch nicht so tanky. Bitte 10 irgendjemanden und one-shotten. Aber ich hätte den Milio insane gefeiert. Vor allem auch die W mit Double ADC. Hätte komplett geschadet. Aber es ist okay, ich denke, es werden ein paar Köpfe rollen, wenn der Nautilus nicht funktioniert. Aber meiner wird es definitiv nicht sein. So. Alles in allem, wir haben Winning Botlane. Ja, das Midlane-Matchup ist halt Early, also ich denke, wir outscalen. Early ist Tristana ein bisschen im Advantage. Ich habe keinen Schimmer, wie Toplane ist, aber Ken will dann einfach Teamfighten. Und im Jungle haben wir Dog Jungle gegen Dog Jungle, da passiert nicht viel. Overall, ich bin gespannt, für welche Lanes sich die Jungle entscheiden, durch die sie spielen wollen. Wir haben es, irgendjemand hat es im Chat vorhin geschrieben, dass Vitality wohl viel durch Botlane spielt. Dann finde ich das umso besser, dass wir Winning Botlane gedraftet haben.
Und ja, wir schauen einfach mal, was die französischen Frauds so zu bieten haben. Haben wir eine Hymne? Jan, bitte einmal Hymnen. Chat holt die Flaggen. Ich muss kurz meine suchen. Warte, Jan, warte noch kurz. Okay, wir sind bereit für die Hymne. Alle eure Flaggen rausholen. Man spiele die Hymne. Ich kann ja leider nicht mitsingen, wenn ich Delay habe. Durch die Production von Jan. Und ich müsste basically 2 Sekunden vorsingen und das kriegen wir nicht hin. Deswegen kann ich leider einfach nur die Fahne schwenken. So, und damit gehen wir rein. Das erste Game des heutigen Abends. Best of 3. NNO gegen Vitality B. So, der Gewinner des Ganzen fährt direkt in die Knockout Stage, aka ins Achtelfinale der EMEA Masters. Der Verlierer verliert basically einfach seinen ersten Matchball und hat dann morgen die nächste Chance. Das Ganze, ihr seht es oben im Overlay, das Ganze geht so lange, bis du entweder 4-mal gewonnen oder 4-mal verloren hast. Beide eben 3-1, das heißt, der Gewinner von heute advanced direkt. Der Verlierer ist noch nicht raus, hat dann morgen die nächste Chance. Auch wieder im BO3. Also es gibt jetzt für uns kein BO1 mehr, es wird nur noch Best of Threes geben. So, unten seht ihr kurz die Runen eingeblendet. Auf den ersten Blick keine Überraschungen, nein. So. Wie spricht man den Namen von der Tassane aus? Jayek. Ich glaube, ich nenne ihn Jayek. Oder ich nenne ihn Typ, der gleich von Zarin heftig aufs Maul bekommt. Wir sind am Lane-Swappen. Hook connected. Boneplating leider dabei. Shiganari ist am Chasen. Clans geht raus. Ash Level 1. Kapachungus. Und Nako. More like. Ja, er tradet leider einen Kill zurück. Das war actually wirklich... I mean, es ist gut, dass Lucky den Tower tankt, damit Shiganari reinlaufen kann. Aber ich glaube, er kann es auch überleben. Aber in the end ist es First Blood für Shigi. TF hat kein TP. Er droppt ein paar Minions. Und der Twisted Fate ist... Knock, knock, knocking on Heaven's Door. Weil er tot ist. Ich weiß, warum ich euer Lieblingscaster bin. Es macht alles Sinn. Okay, alles klar. Wird Scarf ist jetzt gedived, ist die Frage. Er wird gedived, schlattert es aber zur Stelle, flasht den Knockup von Rakan, keine Turret-Aggro involviert. Okay, flashen, wir kriegen die Wave. Flashen, wir kriegen die Wave. Rakan, beide Supports auf dem Weg in die Midlane. Lucky ist aber zuerst da. Hat Flash. Er muss Flash ankern. Naja. Imagine, du bist so cocky auf Twitter und das ist dein Gameplay. Ja, Tristana ist generell ein sehr sicherer Laner, weil sie mit ihrem gebufferten Jump eigentlich sehr schwer zu ganken ist. Aber jetzt aus Perspektive der Franzosen muss man hier auch klar sagen, dass Zarin jetzt nicht wirklich ein guter Spieler ist und Zarin hat auch in den vergangenen Tagen selten mit Early Gold snowballen können. Also ich denke für Vitality. Diese Loser. Okay. Okay, across the board. Wir sind 500 Gold ahead auf ADC durch das First Blood, 300 Midlane durch das ganze Gedöns. Scarface hat doch mehr unten verloren, als es aussah, als es nach aussah im ersten Moment. Okay, aber schon mal sehr, sehr geiles Early Game für uns. Also ich denke, dass wir for sure... Wir scalen for sure besser, jetzt müssen wir aufpassen. Lucky hat noch Flash, hat den Anker. Schlattern ist aber auch da. Douglas wird hier gehookt. Da kommt der Knockup von Sejuani. Wir wollen den Fight immer noch spielen. Ich glaube, wir können spielen. Douglas, Flash, defensiv raus. Aber wir schaffen es leider nicht.
den Stun von Sejuani zu ploppen. Müssen jetzt rausflashen. Joppa flasht hinterher, kommt aber nicht mehr auf Schlatan drauf. Piercing Arrow geht daneben. Und es ist ein 1 für nichts Kill. Not sure, ob du den Jump haben willst. Ja, da war Douglas war leider einen Ticken schneller da als Schlatan und Lucky wirklich sehr deep drinnen. Aber alles halb so wild, alles halb so wild. Was wollte ich sagen? Ich denke, dass Midgame actually sehr scary ist, weil Vitality wirklich unfassbar viele Pick-Tools hat. Haben wir ja auch, aber ich finde die Sachen von... Weil, okay, Aftershock wird geprockt, wir spielen das, no? Wait, können wir das nicht spielen? Heal von Stan. Okay. Gut, wir kriegen zusammen das Bild aufs Haus. So, was ich jetzt aber endlich. Die Pick-Tools von Vitality im Midgame sind insane. Rakan, Varus und vor allem die Twisted Fate Ult. Wir haben auch Nautilus, Ashe, Sejuani, aber die Twisted Fate Ult macht halt hier den Unterschied, dadurch, dass Vitality halt dann die Überzahlsituationen kreieren kann. Aber ich denke, dass wir im Late-Game hinten raus einfach besser scalen. Weil Corki outscaled Tristana, Zeren outscaled sowieso jeden und im Late-Game habe ich halt auch lieber einen Cannon als einen Twisted Fate. Vor allem Scarface Cannon. Oh, Zeren. Du geiler Hengst. Okay. Ich nehm's zurück. Wie aggressiv er auch spielt. Er ist schon fucking 10 CS ahead. So, Gubis werden gestartet. Die Information wurde natürlich weitergegeben, dass Tristana sehr low ist, kein Mana mehr hat. Zeren kann, auch wenn er selbst auch low ist, Midlane Prior halten. Das heißt, free Gubats für uns. Ist jetzt nur die Frage, wird Vitality es noch schaffen, den Dragon gegenzutrainen? TF drückt Ult und nix Cannon Flank. Ja, aber er deckt ihn ja nur auf. Und das Ding ist, selbst wenn du den Cannon siehst, TF kann ihn jetzt, glaube ich, nicht allzu gut marken. Also, ich meine, dann siehst du ihn, okay. Dann siehst du ihn kommen, aber dann musst du trotzdem wegbacken und wir kriegen das Objective. Also, ich sehe das jetzt nicht so problematisch. Ich verstehe, was du meinst und es ist definitiv ein guter Punkt, dass du vor dem Fight die Flanks detecten kannst. Aber ich glaube nicht, dass das so ein monumentales Problem ist. So, der Dragon tatsächlich noch nicht gestartet und noch nicht geclaimed worden von Vitality. Das ist sehr nice, dass wir die drei Gubis aufs Haus bekommen haben. Okay, Jump nach vorne von der Tristana. Da ist die dicke Rocket und wieder ein Winning Trade für uns. Und wie gesagt, Corki scaled besser. Wir sind am Chillen. Zeren baut weiterhin sein CS-Lead aus. So, jetzt versucht man hier... Ja, Chat, ich sag das nur ungern und ich sag das auch nur sehr selten, aber schreibt euch auf mit Timestamp. Chat, ihr hattet tatsächlich recht. Vitality spielt hier wirklich sehr viel durch Botlane. Aber es ist halt in dem... Also Stand ist jetzt halt hier, auch wenn Stand spielt einen sehr, sehr krassen Rakan. Wollen wir gar nicht kleinreden. Aber es ist halt trotzdem nur ein Rakan. Es ist jetzt keine Leona, keine Rell, die jetzt da brutal hart forcen kann. Vor allem, wenn Rakan erst noch Level 5 ist. Wir können hier gut respekten. Jetzt bekommen sie den Dragon. Aber stört uns jetzt nicht merklich. Das ist schon mal jetzt nicht der früheste Early Dragon. 9. Minute geht fit. Stört uns gar nicht. So, mal schauen. Nice try. Okay, ich hatte schon Angst. Schlatan ultet da. Nice try. Actually, I respect it. Auf Botlane macht der Arrow sowieso nichts, weil Joppa spielt mit Cleanse und Rakan ist halt zu mobil, um ihn zu CC locken und One zu shotten? Ihr wisst, was ich meine. Deswegen, I respect it. War ein guter Versuch. Arschgeile Nummer von Schlatan. Oh, Zeren, vielleicht ein bisschen risky. Aber es ist nur Rakanis alleine. Tristana droppt hier die komplette Wave. Ah, wobei TP zurück. Aber mega nice. 2-0 für Zeren. Wollen wir eine Kanalwette? Ist jemand von den Mods da? Wollen wir Kanal-Gamba machen? Ob Zeren in dem Game mehr oder weniger als 10 Kills bekommt? Können wir nicht. Ach, geht es nur auf Partnerkanälen?
Ach, sind kein Affiliate. Ach, weil wir scheiß Randoms sind. Deswegen. So, hier sehen wir es nochmal. Der Catch und Schlatan auf Douglas. Wie gesagt, es ist halt der Maokai geht Leandris first. Er ist wirklich überhaupt nicht tanky. Ihr seht, was Schlatan hier alleine mit dem Bro macht. Schlatan hat ihn hier basically alleine gewonshottet und Zarin kommt nur vorbei und joinkt sich den Kill. Und damit sind wir mittlerweile schon knapp über 1k Gold ahead. Locket von Schlatan schon gefinished. Das ist big. Das ist sehr, sehr big. Finde ich auch, ich finde es auch immer nice, wenn so Dog Jungler und Full Tanks, wenn sie einen Utility-Style-Item-Build eingehen, weil er genau weiß, so. Es geht um. Die Carries werden gewonshottet oder müssen one-shotten. Also, es macht nicht so einen großen Unterschied, ob du jetzt als Tijuana 0,5 Sekunden mehr oder weniger tanken kannst in dem Teamfight. Du musst einfach deine ADCs am Leben halten und deine ADCs setupen. Und nach den Night 2 Nerfs ist es jetzt halt Locket of the Iron Solari. Habt ihr mal geschaut, ob ihr mit dem Kanal Partner werden könntet? Nee, also ich glaube 13.000 Zuschauer reichen da leider noch nicht. Das ist ein knappes Ding, aber ich glaube 13.000 reichen nicht. So, jetzt die zweiten Goobies. Da sind die Nummer 4. Oh, der Arrow ist juicy. Oh, Sichuan, wir hauen alles auf die Mauke drauf. Schöner Knockup von Rakan. Tristana in der Flank. Scarface ist auch am Schlüssel. Der Fight zieht sich in die Länge. Jetzt wird das Solari gepoppt. Stun auf Naknako. Wird jetzt hier von Shiganari sogar ein bisschen runtergerannt. Der hat kein Cleanse. Jetzt setzt der Cannon nach. Lucky ist auch unten dran. Tankt hier allein das Team. Wir chasen hinterher. Exhaust auf Scarface, während wir an zwei Fronten fighten. Unser Support geht down. Scarface misst sein Shuriken. Zarin muss rausjumpen. Wird jetzt hier gechased. Der Grom finisht endlich den TF. Jetzt ist Tristana relativ deep drinnen. Alles ist low. Kann Shiganari clean up. Oh mein Gott, unser Fokus war so bad. Unser Fokus war wirklich nicht gut. Scarface hat sich oben alles gebrochen, hat es nicht geschafft, allein den TF zu killen, war auch exhausted, to be fair. Und dann ist Lucky einen Ticken zu früh reingegangen, weil Shiganari musste noch helfen, den Twisted Fate beim Grom zu finishen. So, wir sehen jetzt nochmal. Wir usen halt hier Ash Arrow und Sejuani Ult für absolut gar nichts. Stand schafft es gut, uns Counters zu zählen in der Zeit, wo Douglas CC'd ist. Das heißt, wir haben zwei Ults ins absolute Nichts gehauen. Und jetzt können wir einfach... TF ist hier immer tot. TF kann das nicht überleben. Und Lucky geht halt ein bisschen zu deep und baitet dadurch auch so ein bisschen Schlatan und Zarin in eine schlechte Position. Wir hätten, glaube ich, einfach ganz entspannt für den TF-Kill spielen können und dann gemeinsam die Goobies entern und einen Überzahlfight nehmen. Hier sieht es einmal nochmal kurz gut aus, weil Tristana ein bisschen früh reingeht, aber Shiganari ist halt noch nicht an dem Punkt angekommen, wo er diesen Fight cleanuppen kann. Und so schafft es jetzt Vitality leider noch, die letzten zwei Goobies einzustrudeln. Wir sind jetzt sogar immer noch hier, bin ich gar kein Fan von. Ich glaube, ich hätte jetzt lieber Botside gesetupt. Sichuani Ult ist wieder da, wird aber von Rakan einfach gebodyblockt. Jetzt kommt der Re-Engage, beide Carries auch wieder am Start. Wir haben noch keine Nautilus Ult zur Verfügung. Nautilus wird zählt. Hier ist jetzt auch die Tristana. Und wir overforcen dann einfach ein bisschen. Ich habe es vorhin angesprochen, das Midgame von Vitality ist einfach sehr viel besser. Unsere Carries biken noch nicht so früh. Und wir chain-inten und chain-inten weiter. Varus ist 5-0 mittlerweile. Das Early Game war so gut und jetzt haben wir zweimal in Folge unseren kompletten Lead weggeworfen. Also absolut horrible. Vor allem wir Sijuani ulten den Rakan mit Giant Spell Merc Trance. Like, was soll passieren? Der Fight ist so cringe, vor allem wir sehen die Tristana ja sogar moven. Was soll da passieren? Wir haben nicht mal Nautilus Ult. Auch Ash Arrow wird wieder vom Cleanse gecountert. Also ich sehe, selbst wenn Tristana Base ist, ist das kein Winning Fight. Also ich sehe einfach kein Universum. Ich sehe den Gedanken dahinter einfach nicht, was da hätte passieren sollen, dass es gut für uns wird. Und dadurch verlieren wir jetzt auch noch den Second Dragon. Aber ist okay. Ich meine, wie gesagt, also ich finde, dass wir besser scalen und ich mag unsere Teamkorb im Late Game auch mehr. Aber jetzt, die nächsten Minuten werden sehr rough. Double Blade Power Spike ist online von Varus Tristana. Also jetzt sind erstmal alle Fights gecancelt. Jetzt ist erstmal alles gecancelt, wenn man es gar nicht. Shiganari hatte First Blood und ist mittlerweile trotzdem 1100 Gold hinter Joppa.
Ja, Vitality will mit dem Fight natürlich noch nicht aufhören. So, bitte weg vom Herald. Bitte contestet nicht diesen scheiß Herald. Mein Actually hat mir Scarf TP Advantage. Actually hat mir TP Advantage, aber ich bin trotzdem kein Fan, gegen Double Blade Spike zu fighten. Aber NNO sieht das wohl anders. Okay, zwei Ultimates sind raus. Schöner Hook auf den Varus. Corki, Rocket geht daneben. Der Arrow connected. Wann stirbt Joppa endlich? Jetzt ist er tot. Shutdown für Lucky. Meanwhile fällt Shiganari leider oben. Da ist der Scarf TP, der nächste Kill. TF ist gemoved. TF ist gemoved. TF hat Mitte geultet, das ist nice. Er ist unten nicht am Spitten. Es ist leider ein bisschen heartbreaking, dass der fette Shutdown an Lucky geht. Aber das war trotzdem ein sehr, sehr schöner Anker von ihm. Da hat er es vielleicht auch mal verdient, den Kill zu bekommen. Sehr, sehr schön gemacht. Ja, diesmal hat jetzt Vitality denselben Fehler gemacht, den wir vorhin gemacht haben. Dass einfach alle Engage-Tools auf den Tank used wurden. Rakan Ultimate und Varus Ultimate wurden auf Schlatan gewastet. Der es aber noch geschafft hat, seine Q zu aktivieren. Und damit ein bisschen nach hinten kam. Er hat lang genug Zeit gekauft. Und dann kam, also dadurch konnte Zarin free hitten. Und Lucky hat schön Joppa gezählt. Oh, Tassana jumpt hier aggressiv nach vorne. Aber Scarf ist es am chillen. Ist he though? Ah, ist tot. Ja, hat den Reset bekommen. Okay, Flash or Flash? Gut, Flash or Flash? Oh, top lane. Static Shift. Static Shift. Auf Ashe first. Ha. Ha. Okay, also unser Late-Game-Power-Spike wurde jetzt nochmal 10 Minuten nach hinten verschoben. Warum kein Blade of the Ruined King? Warum nicht auch Blade? Static Djinn ist doch so ein Ruler-Ding. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber tatsächlich haben wir gar keinen Djinn. Also ich glaube, ich hätte Blade hier extrem gefühlt. Aber ist okay, I guess. Ist fein. Er ist der ADC Main mit 1000 LP, er wird's wissen. So, wir kriegen Top-Turm. Gold liegt immer noch relativ even. Alles im Rahmen, alles im Rahmen. So. Ja, die Dragons werden halt awkward. Was für eine Seele haben wir? Inferno Soul. Das ist leider eine gute Seele. Aber wir sind am Chillen. Und Frozen Heart würde schon auch sehr gefährlich kommen gegen Vitality. Aber ich glaube, das ist zu wenig HP für diese Journey dann. Dass sich das Game jetzt ein bisschen beruhigt, ist eigentlich gut für uns. Warum hat Twisted 50 Gold Bounty? Ich habe das legit immer noch nicht rausgefunden, wo diese 50 Gold Bounty herkommt. Ich weiß nicht, ob das ein Spectator-Ding ist. Kein Schimmer. Du meinst, Shiki ist right now Diamond 2. Ja, ja, genau. Shiganari ist Diamond 2. Da hast du recht. Jetzt hast du uns wieder exposed. So, Double Sum für Double Sum. Ja, ich meine, das kann er halt niemals gewinnen. Das ist einfach Blade of the Ruined King gegen Static Shift. In einem 1v1 wirst du nie gewinnen als Static Shift Boy. So, Harold wird Mitte gespawnt. Oh, er fährt da rein. Das ist kompletter Hardend, no? Okay, verkauft Lucky. Nein, bitte einfach raus, bitte einfach raus, bitte einfach raus. Sie haben TP committed, das ist actually sogar fein. Mid Tower jetzt noch nehmen, Dragon is gone. Actually haben die drei Ults raus. Wait, actually haben die drei Ults raus. Luke Poke. Scarf ist ja leider kein Flash, maybe können wir das sogar noch halten. Schlucky respawnt jetzt schon wieder. Mid Tower ist gone, jetzt nur nicht engagen lassen. Goldcard geht durch, Rakan W. Oh oh, ja, Shiki ist mausetot.
Ja, der hat keine Sams. Dann kommt er da nicht weg. Okay, wir contesten weiter. Wir müssen jetzt nur... Ich hoffe, wir tracken, dass TF-Ult noch ab ist und dass Varus Ult wieder ab ist. Weil sonst sterben wir jetzt einfach wieder wie die Hunde. Oh Gott, wir werden wieder sterben wie die Hunde. Oh Gott, wir sterben wieder wie die Hunde. Das ist terrible. Ach man, aber warum overforcen wir denn diese Objectives so hart? Das ist so terrible. Wir nehmen wieder einen Fight, der einfach nicht gewinnbar ist. Also warum nehmen wir das jetzt das zweite Mal in a row, wo wir einen Fight nehmen, der nicht gewinnbar ist? Nash ist ab. Corki hat TP, Scarf ist auch. Scarface hat keine Ult, though. Die hätten Double Blade, die machen, und die anderen, die machen den Nash super fast, aber sie trauen sich noch nicht. Also ich verstehe allein schon nicht, was zu dem Gedanken führt von Lucky, dass er sich da in den Herald reinsetzt. Aber das ist ja sogar noch fein alles. Wir kriegen jetzt hier noch richtig guten Poke raus. So, und jetzt müssen wir das Ganze einfach langsamer spielen. Ich verstehe gar nicht, warum Schlatan hier so weit abwalkt. Wir müssen es einfach langsamer spielen. Solange die nicht zum Dragon gehen, walken wir Mitte auch nicht ab. Einfach nicht geduldig genug gewesen. So. 5k Gold hier ein. Oh, wir machen Playoff TF. Exhaust geht durch, Stunt sitzt aber trotzdem. Hier kam Saren. Goldcard geht raus. Ja, wir haben Red Buff auf Scarface, der kommt nicht weg. Shutdown noch kennen. Kann man sogar noch weitergehen. Schlatan kommt von oben. Scarface sind hinterher. Da ist der Arrow. Okay, das ist egal. Er muss noch unten sidesteppen. Kill für Saren. Sejuani Ultimate connected auch. Joppa hat Cleanse, kein Flash. Haben wir. Der ist tot. Der ist tot. Big, 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 big. Ich weiß nicht. Legit, es ist wieder genau dasselbe. Es ist genau dasselbe wie im letzten Game, als ich NNO gegen LFL-Team gecastet habe. LFL ist fucking shit. LFL ist einfach, außer BDS Academy, LFL ist einfach die Liga der Frauds. Aber wir frauden noch mehr. Versteht ihr, wie ich meine? Black Vitality spielt wirklich nicht so knorke, aber wir geben es ihnen einfach. Aber dieses Mal ist es at least kein Best of One. Und wir werden safe nicht noch ein Game reinfrauden. Schöne Sache hier. Geiler TP von Saren. Auch schön gemacht hier von Scarface, dass er den Stun einflasht und dann der Arrow. Ist richtig. Auch wenn er nicht trifft, er forst Douglas nach unten zu steppen, damit bleibt er in Auto-Attack-Range von Saren. Auch schön gesehen von Schlatan, dass er da direkt auf Joppa hinterher setzt. Und dann sitzen die Rockets. Okay, Saren bei 5 Kills. Nash wird gepinkt von Vitality Fraud. Okay, sie sind halt leider auf dem Soul Point. Das ist das, was noch so ein bisschen wirklich wehtut. Bei den Inferno Soul scheppert schon ordentlich hier. So, Flashes von Maokai, TF sind raus und bei uns Topside ohne Flashes. Oh, nicht facechecken. Calm down. Warte Hawkshot und Blue Trinket. Wir müssen da nicht facechecken. Ich schwöre bei Gott. Oh nein, warum? Niemand kommt aus diesem Busch zurück. Wenn du gegen Vitality Face checkst, du kommst nicht zurück, weil die so viel CC haben. Forst, wir sehen einen Fight, der nicht gewinnbar ist für uns. Was? Wo kam der Damage her? Schön hoch. Kill Maokai. Okay, jetzt können sie nicht nashen. Oh. Oh mein Gott, ist das alles close. Nein! Oh!
Alter, ist das ein Ackermatch. Also Hater wird... Also das Ding ist, wenn wir so spielen und jeden scheiß Teamfight forcen, den wir sehen, dann macht mich das Static noch wütender. Imagine Shiganari hätte den Blade of the Rune King mit Kraken. Dann würde er genauso viel Damage machen wie der Varus. Ja, Schlatan stirbt halt instantly. Das sind 3 On-Hit-Carries. Und jetzt spielen wir es aber gut. Imagine, wir hätten hier keinen Ult. Weil, oh, wir haben sogar keinen Ult. Hier ist sie sogar schon ab. Jetzt schau dir diesen Damage auf Stand an. Das ist Garfields QW. Aber auch wieder. Oh, Joppa überlebt hier wirklich. Gerade noch so. Jetzt schöner Hook von Lucky. Aber jetzt cashen halt leider die Resets von der Tristana rein. Und wir haben einfach nicht den Damage. Es ist so sad. Wir haben nicht den Damage. Saren macht so viel. Aber es reicht leider nicht. Oh, wait a minute. Wait, warum waren wir so lange im Replay? Warum waren wir so lange im Replay? What happened? Wie ist Lucky gestorben? Cannon ist da. Nein, wir haben die Cannon-Q gemisst. Ah, das ist Soul für Vitality. Ey, ich glaube, das ist keiner GG jetzt hier, oder? Wir haben eh schon nicht genug Damage. Und jetzt one-shotted Vitality legit auf jedem Spell. Legit keine Ahnung, ist ja wieder. Wir haben fucking 10 Minuten lang Uses as Replay gesehen. Und haben nicht gesehen, wie Vitality Soul bekommt. I mean, für den nächsten Fight, es gibt tatsächlich der letzte Notnagel, ist der nächste Fight, es gibt ein Window, wo Scarface Flash hat und das Exhaust von TF down ist. Das ist actually die letzte Winning Condition. Scarface hat Flash und Exhaust von TF ist down. Ist das ein Best of Two? Okay, erklär mir, wie ein Best of Two für dich aussehen würde. Dann kann ich dir sagen, ob es ein Best of Two ist. Nein, es ist Best of Three. Zu viel Getrashtalk, mein Lieber. Ja, ich glaube auch, dass der Trashtalk von Vitality noch wegfallen wird. Das wird umso painfuler, wenn sie jetzt dann 2 Games in a row verlieren. Hast du recht. LEC hatte mal BO2. Nee, aber das ist doch dann eher immer Hin- und Rückrunde an einem Tag, oder nicht? Ich meine, Best of Two funktioniert halt so nicht. Das ist, wenn dann ist es halt dann Hin- und Rückrunde an einem Tag. Aber nein, wir spielen hier im Best of Three. So, 5k Gold. 5k Gold in der 29. Minute ist jetzt nicht so schlimm. Die Seele kickt da mehr. Aber es ist legit Luke Cannon. Scarface, unser Lord and Savior, muss es gleich Giga smurfen. 3 Items auf Tristana, 3 Items Varus. Ich meine, Corki hat auch 3,5. Oh, Vorsicht, TF kommt von oben. Goldcard auf Schlatan connected. Sejuani Bola geht wide. Hier kommt die Rakan Ultimate. Oh, huge Cannon Ult actually. Aber es kann niemand follow-upen. Die Cannon Ult war actually sehr, sehr strong. Aber dadurch, dass wir an 2 Fronten gefightet haben und Stand richtig, richtig nice Shiganari vor dem Fight rausgesniped hat mit der Rakan Ultimate, gibt's ja nichts mehr zu holen. Ja, ist schade, Mann. Das Game war wieder. Gefühlt haben wir uns selbst verloren. Gefühlt haben wir sie selbst verloren bei den beiden Gubi-Fights. So sehr es schmerzt. Aber wie gesagt, ist okay. Es war nur ein Warm-Up-Game. Das war nur ein Warm-Up-Game. Das zählt eigentlich sowieso nicht. GG's. GG's an Vitality. War solide capitalized von unseren Fehlern. Ja, es ist ja. Das Ding ist, ich hab da mit Jan vor der Series auch schon drüber gesprochen. Wir gehen ja nochmal ganz kurz in die Replays rein. Das ist ein bisschen. Ich finde die Situation um den Laneswap finde ich mega nice. Aber ich verstehe nicht, warum Lucky hier stirbt. So, also er muss hier niemals sterben. Ey, du gehst einfach an die Rande Tower Agro. Tankst einen Tower Shot und geh wieder raus. Gut, hier macht es wieder gut.
Hier ist halt komplett Kapuchungus Maximus Moment von der Tristana. So, das Early Game war so gut. Ich bleib dabei, dass wir das bessere Late Game Team haben. Dass für uns die, dass wir die Late Game Fights gewinnen. Und das Early Game sah so gut aus. Aber hier, das war halt der erste Kapuchungus Fight von uns. Hier Scarface misst legit alles. Dadurch muss Shiganari sich jetzt nochmal umdrehen. Und wir fighten halt wieder an zwei Fronten. Unsere Fight Execution war es halt wirklich hinten und vorne nicht. So, also ich meine, das war sogar noch okay. Wir haben ja auch Kills bekommen, das war noch fein. Aber hier die zweite Aktion. Der Fight ist legit unwinnable. Also wenn nicht zwei Leute von Vitality die sehen, ist der Fight einfach nicht winnable. Und ich weiß nicht, ob in einem EMEA Master Best of 3 gegen ein LFL-Team, ob da das fein ist, dafür zu spielen, dass jemand die sieht. Hier recovern wir uns noch einmal aus der Situation mit einem schönen Arrow und einem schönen Hook von Nucky. Aber das ist da dann schon die Phase, in der diese Midgame-Maschinerie aus Rakan, TF Maokai so ein bisschen das Ganze übernimmt. Geil auch, wie du die Gegner die ganze Zeit beleidigst und dann verliert in den O, hat was von Karma. Ich glaube, der Permaban hat auch was von Karma. No front. Das war eigentlich auch eine sehr schöne... So, wir hatten unsere Momente. Wir hatten unsere Situationen und es sah auch wieder gut aus. Aber wir hatten ein paar Highs, aber dafür leider auch ein paar ziemlich deep Lows. Imagine, legit, das waren jetzt, ich habe jetzt glaube ich auch zwei Replays auf meinem Screen gesehen, die Shiganari beide mit Blade of the Ruined King komplett gecleanupt hätte. Das gefällt mir irgendwie auch nicht. Ich finde, wenn der Call ist, dass wir permanent Clown Fiestern und permanent fighten, dann müssen wir auch so itemizen. Aber ist okay, also wie gesagt, das ist ein Best of 3, das erste Game kann man mal abgeben, bisschen falsche Hoffnung streuen und selbst, also der Verlierer der Series ist ja noch lange nicht raus. So. Ich bin gespannt, ob wir jetzt Blue oder Red Side nehmen. Ich sag's, wie es ist. Der Ashe First Pick ist jetzt für mich auch nicht so ganz aufgegangen. Also ich meine, wir haben halt actually, wir haben Ashe gefirst pickt und wir haben halt trotzdem diese Johnny Corky bekommen. Ich meine, was wir gelernt haben ist, dass Saren safe den Midlaner gappen kann. Ja, also ich denke, ist ja komplett fein. Wir fixen einfach unsere Issues, dass wir nicht jeden Fight nehmen, den wir auf unserem Screen sehen. Und dann wird free. Du magst mein Sofa? Ich auch. Ich liebe das sogar sehr. Und danke, of course. Lucchesi wird Game 2 Draft zu smurfen, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich bin confident. Vor allem, wie gesagt, also jetzt... Vitality hat jetzt da kein Feuerwerk an Gameplay abgebrannt. Wir haben uns einfach selbst ein bisschen die Hände gebrochen. Ich denke, wenn wir unsere Hände eingipsen, dann wird fein. Jetzt im Nachhinein, ich würde auch nicht sagen, dass die Buns, die Vitality rausgeholt hat, waren jetzt, glaube ich, auch nicht allzu schlimm, oder? Ich bin jetzt vom Nautilus nicht so 100% überzeugt. Aber so Renekton-Bun, Lilia-Bun tut ein bisschen weh. Nimmt dann auch die Lilia-MF-Kombo raus. Aber sonst... Ist noch alles drinnen. Denkst du, TF hat so viel Impact, dass sie den bannen sollten? Ehrlich gesagt fand ich, dass der TF überhaupt keinen Impact hatte. Ich fand den TF fucking useless. Das most valuable Ding, das der TF mit ins Game gebracht hat, war sein Exhaust.
Ist er in den Uhr raus, würden sie das Best of 3 verlieren? Nein. Du spielst so lange, bis du viermal gewonnen hast, dann bist du weiter, oder bis du viermal verloren hast, dann bist du raus. Und beide Teams, die jetzt hier gerade eben spielen, stehen 3-1. Da sieht man es auch auf dem Screen links. Hi, 3-1. Und basically, bis du entweder viermal gewonnen hast oder viermal verloren hast. Genau, das heißt, Last Chance ist dann bei 3-3. Wie ist der Lüfter neben dir? Überteuert. Viel zu teuer. Holt euch die niemals. Das ist so ein Dyson Air Purifier. Ich habe ihn geholt, weil ich Pollenallergiker bin. Und für den Zweck ist es fein, wenn du im Homeoffice sitzt und sonst an Pollenallergie stirbst. Dann ist es eine Überlegung wert. Dafür finde ich den gut. Aber sonst ist es einfach ein Ventilator für 500 Euro. Also als Allergiker kann man sich das überlegen, aber sonst nicht. Hast du weniger Probleme mit Allergie? Ja. Ja. Also ich kann jetzt trotzdem nicht alle Fenster aufmachen, aber wenn du basically aufwachst und merkst, du hast schon Pollen in der Bude, dann lässt das Ding 2 Stunden laufen und du bist am Chillen. Als Raucher auch gut wegen dem Filter. Ja, aber einfach nicht rauchen. Auch nicht, wenn man Sanji ist. Wie viel steht's? 1-0 für Vitality. Die haben das erste Game für sich entscheiden können. Weißt du, wieso Sanji raucht? Boah, sollte ich das wissen? Ich glaube nicht. Wann wird das erklärt? Not sure. Wann wird das erklärt? In seiner Vorstory ganz am Anfang? Not sure. Bin allergisch gegen Drakes, kann ich mich bei NNO bewerben? Melde dich bitte auf dem NNO Prime Discord. Sein Küchenchef war der Meinung, dass er noch nicht erwachsen ist, deswegen fing er mit dem Rauchen an. Es sind immer die Küchenchefs. Kommt das NNO Mauspad auch in weiß? Soweit ich weiß, stand jetzt nicht, nein. Also es kann sein, dass es irgendwann kommt, aber jetzt ist es noch nicht geplant. Das Ganze ist jetzt basically erstmal so ein Probe-Run, wie die Nüfter-Pads bei euch ankommen, ob ihr die geil findet, wie die verkauft werden, ob die Partnerschaft generell Sinn macht und dann kann man entscheiden, ob noch mehr Pieces kommen für die NNO-Collection. Da seht ihr das wunderschöne Schmuckstück. Jan, zeig mich mal nochmal bitte, ganz kurz. Ah, ich werde das jetzt bereuen. Das ist ein Riesenäumel. Habe ich natürlich auch am Start. Ich habe das actually auch schon ganz lange. Ich habe das schon irgendwie seit Februar oder März. Ich hatte das schon auf sämtlichen Events dabei. Und es ist wirklich ein riesengeiles Ding. Also, das ist wirklich geil. Okay, ignoriert die Flecken, die das schon hat. Ich esse immer am PC, okay? Freddy meinte, Changer ist garantiert mit dem Mauspad. Ja, für Freddy vielleicht. Ich meine, für euch natürlich auch. Wenn ihr heute noch einkauft, erhaltet ihr zum Sonderpreis von 45,45 noch zusätzlich 300 LP in der League of Legends Solo Queue oben drauf. Ich wäre so ein richtig guter Teleshopping-Guy, glaube ich. Die Nüfter generell eine geile Brand. Ich kenne die beiden Founder. Früher hatten die eine E-Sports-Orga. Und dann haben sie herausgefunden, dass E-Sports-Orgs eigentlich nur Geld verschlingen und sonst nichts können. Und dann haben sie eine eigene Firma gegründet und jetzt machen sie Hardware und Mauspads und so. Also, ja. Stack das, dann nehme ich 10. Ich würde 15 nehmen, nur um sicher zu sein. Ja, Team Riverside, genau. Ich habe für die sogar, glaube ich, mal eine LAN gespielt. Also daher kenne ich die. Komm, Kani zu mir nach Hause und boostet mich. Bro, hast du mein Gameplay mal gesehen, als ob ich irgendjemanden boosten könnte? Aber bei Marcy, du bist ein Sub bei mir, ne? Dann vielleicht doch.
Wann Draft? Ich weiß es doch auch nicht. Wird schon bald losgehen. Kannst du Brücke fragen, ob er uns boosten kann? Brücke spielt momentan nicht mal Solo Queue. Wir haben nächste Woche Playoffs und der Mann ist Hardstack TFT. Ich habe generell, ich habe heute Nachmittag, vor meinem Meeting, natürlich vor, weil während Meetings schaue ich natürlich keine Unterhaltungsmedien, aber vor meinem Meeting bin ich durch Twitch durchgescrollt. Ich sehe, wie Tolkien irgendeinen neuen Shooter spielt. Freddy spielt seit 2 Monaten Toplane, die Insel. Brücke spielt TFT mit Kreppo und Tunni. Ja, und ich bin halt ich, bei mir ist eh wurscht. Nächste Woche haben wir Playoffs. So, wir sind so ready. Es ist wieder Peak NNO Old. Was ist dein Geheimnis hinter deinem unglaublich guten Aussehen? Ich reibe mir jeden Morgen das Gesicht mit dem NNO-Mauspad von Nüfter ein. Argurin ist doch noch da. Ja, also Argurin, der wird wieder eine Mr. Olympia-Performance rausscheppern müssen nächstes Wochenende. Aber wird schon alles werden. Als erstes muss ich erstmal in den No Prime eine Mr. Olympia-Performance rausscheppern in den nächsten 2 Games. Haben wir es eigentlich so gemacht, dass auf dem Kanal Leute, die gebannt sind, dass sie den Stream nicht mehr sehen können? Ich finde, das sollten wir mal machen. Ich finde, das ist eins der besten Tools, die Twitch je eingeführt hat in den letzten Jahren. Ich kann das irgendwie nach dem Cast schnell einstellen. Oh, wait, wir sind im Draft. Okay, wir sind wieder Blue Side. Caitlyn-Bann. Warum Caitlyn-Bann? Okay, wieder Lilia-Bann. Also Vitality, glaube ich, bleibt bei denselben Bans wie gerade eben. Sieht zumindest so nach aus. Was? Wofür spricht der Caitlyn-Bann? Sivir? Ah, nee, haben wir auch Caitlyn Nila gebannt. Ich will gar nicht wissen, warum wir Caitlyn Nila bannen oder was Joppa in den letzten Games gespielt hat. So, Jhin, ja, Vitality, wir sehen genau dieselben Bans wie gerade eben. Es war auch keine Draft-Issue. Also, ich glaube, beide Teams können mit den Drafts fein sein. So, Vitality sowieso, die haben gewonnen. Aber ich fand unseren Draft auch gut. So, wird's wieder eine Ashe, ja. Okay, bitte kein Cedic mehr, though. Oder wir spielen das Game langsamer. 2 Optionen, entweder wir gehen Blade oder Kraken first. Oder wir spielen das Spiel langsamer. Also wird es 1-1 in seinem Draft bekommen. Ash hat 27% Winrate. Bei 70% Presence. What the fuck? Okay, imagine. Die hätten jetzt den Stream... Okay, wir adaptieren. Okay, I like it. Also like ich's? Doch, ich glaube, ich like's. Kessante. Und Nidalee. Auch wieder Schlatan auf einen fetten Carry gepackt. I like it. To be fair, ist halt Nidalee, glaube ich, nicht so geil zu spielen gegen so high CC-Comps, weil du basically nie reingehen kannst. Das könnte actually wieder ein Laneswap werden. Es ist halt wieder der fetteste Milieu-Engel. Aber jetzt kannst du actually... Also jetzt kannst du kein Milieu mehr spielen, weil du jetzt nicht mehr den Hard-Engage-Frontliner im Jungle hast. Jetzt musst du auf Support wieder Hard-Engage picken.
Boah, krass. Das ist actually ein großer Respektband für Stand. In der jetzigen Meta einen Rakan-Band zu forcen, nur strong. Aber war auch ein sehr cleanes Game von Stand. Lucky braucht jetzt Braum. Also ich glaube, wenn wir hier Braum picken, können wir FFen. Deswegen glaube ich, also ich fühle auch den Braum-Ban hier null. Weil wir einfach 0,0 Hard Engage bis jetzt haben. Wir brauchen Rell, Leona, Nautilus, Blitzcrank. Wir brauchen Leona oder Rell. Rell ist noch ab. Ich befürchte, die wird jetzt Vitality picken. Die sind Redside. Boah, das ist schon gar nicht so geil, tatsächlich. Alistair ist noch da. Actually, wir gehen Alistair. Alistair ist richtig gut. Weil du damit kannst du auch schön Maokai Ult, Varus Ult, Face tanken und dann ulten. Actually, Alistair. Okay, wir geben Rell, picken Alistair. Okay, we take those. Ja. Es ist Alistair. Da ist Rell und jetzt gehen wir Alistair. Wenn wir jetzt nicht Alistair gehen, griefen wir, by the way. Wenn wir jetzt Nautilus picken, wollen wir nicht gewinnen. Es muss immer Alistair hier sein. Okay. Lock it in. Sehr schön. Dankeschön. Sehr gut. Und da ist der Kogler. I like it a lot, actually. Alistair ist halt im Lanes. Alistair ist actually im Lanes-Swap Trash. Ist, glaube ich, nicht so gut. Actually ist Alistair im Lanes-Swap nicht so gut. Also halt Level 1. Weil du halt nicht wirklich zonen kannst. Maybe it's fine, not sure. Wieso bannen wir nicht TF? Warum würden wir TF bannen wollen? Also ich verstehe immer noch nicht. Also von allen Dingen, die ein Issue war, war TF das geringste im letzten Game. Alistair Pick ist Ingenious hier. Alistair ist richtig, richtig geil. Molder kommt durch und wir swappen den Varus in die Mitte. Ja, doesn't matter at all. Okay, das gefällt mir schon sehr viel besser. Vor allem bei Vitality, jetzt haben sie basically Smolder anstatt Varus und Varus anstatt Tristana und das sind zwei Downgrades, was Early Aggression angeht. Das heißt, wir können das Spiel noch ein bisschen langsamer machen und ich glaube, dass wir im Late Game einfach das bessere Team sind. Unsere Comp ist jetzt nicht mehr ganz so krank im Late Game wie letztes Mal, aber ich glaube, dass wir einfach Late Game Fights gewinnen werden. Hallo Kani, wie alt bist du? Frage für einen Freund. Okay, anyways. Okay, wir haben Adaptionen gemacht. Lucchesi hat gekocht. Und jetzt wird gewonnen. Aber ich glaube actually sogar, dass wir jetzt auf dem Timer sind. Jetzt haben sie halt Small da. Hallo, Kani, hast du OnlyFans? Frage nicht für einen Freund, sondern für mich. Ihr seid disgusting. War das ein Ja oder Nein? Wir gehen rein in Game 2. Es wird kein Lane Swap. So. Danke für den Support. So, also es ist Smolder Mitte. Das heißt Mitte, ich denke, Zarin wird early wieder keinen Lead bekommen. Wird auch Prio haben. Beide scalen gut, Smolder scaled besser. Beide Jungler von oben nach unten.
Das ist so geil, dass Ash hat einfach so ein starkes Level 1, die kann sogar mit einem Alistar für Cryo spielen. Was ist das denn da oben für eine Situation? Wie ist denn das Kessante TF-Matchup? Wir haben das ja freiwillig da reingepickt. Ist Immo alles Karnis schuld? Die Jinxen die Games so, der Jinx die Games so hart. Wenn du irgendeine fucking boring-ass Mimose beim Casten hören willst, dann geh zur Prime League. Aber hier trash-talken wir, hier flamen wir und hier beleidigen wir auch. I can't believe it, dass ihr euch da immer noch beschwert. Jetzt kennt ihr mich so lange. Wenn euch der Cast nicht gefällt, geht woanders hin. Emea Masters wird so von so vielen Leuten geco-castet. Der Kessante war blind, ja, aber wir wussten ja, dass most likely wieder TTF kommen wird. Du warst anders in Bayern. Schaff. Oh, schöner Double Knockup. Speer hinterher. Huge Damage. Aber bitte nicht in den Tower hoppen. Shikanari ist ein bisschen out of position. Double Flash und Vitality. Okay, Cleanse. One for one. Lucky wird nicht rauskommen. Lucky wird rauskommen. Oh, die Katze! Oh, die Katze! Er ist fein. Okay, wilde Nummer. Ja, man war irgendwie nicht so on the same page. Shikanari war halt noch auf der anderen Seite der Wand. Aber ich glaube, selbst wenn sie da zusammenstehen, wird Schlatan da immer weggenukt von dem Double Flash. Wir gehen ins Replay. Ja, Alistar Combo ist dann auch noch auf Cooldown. Das war eine sehr saftige Combo. Aber wir hitten halt nur Rell. Und jetzt schön gemacht. Das war sehr, sehr gut hier von Stand und von Douglas. Dass man da schön den CC durchbekommt. Oh, und jetzt hat Joppa leider einen Double Buff. Und Shikanari nicht. Beide Supports direkt oben für die zweite Krabbe. Zeren ist am Traden gegen den Smolder. Er ist actually dead. Guter Flash. Flash und Flash. Wir fighten weiter. Relk auf der Seite kein Flash. Latan jumpt nach hinten raus. TF hat Prio. Lucky muss aufpassen. Okay. Also vorhin in das. Oh, er hat Flash. Ah, das ist so gut. Ah, das ist so gut von Lucky. Okay, es war trotzdem sehr gut von Lucky. Nein, actually, das war seine E. Das war einfach unfortunate. Das ist kein KS. Das war einfach die Alistar E. Die macht fucking 8 Damage pro Proc. Das ist einfach unlucky. Es ist einfach Pech. Das war der letzte Proc von der Alistar E. Ah, ich meine, at least Joppa ist dead. War ein guter Flank von Lucky. Hat auch nicht seine Combo zuerst gezündet, die dann einfach, also ich meine, wenn er da direkt kombot, flasht Joppa einfach die Combo und er ist raus. War das nicht Aftershock? Nein, Aftershock ist davor geprockt. So, wir kriegen oben Goobies. Vitality will unten einen Dive threatenen. Wir haben keine Sums up. Okay, das ist ein bisschen cringe. Wait, actually war das so gut für den Shikanari. Sehr, sehr schön gemacht. Sehr gut respected. Nidalee kommt von oben dazu. Kein Flash of Smolder, aber er macht einfach die Biege über die Wand. Werden wir unten noch gezoned? Nicht schlimm, though. Immer noch full life. Schön. Und wieder kein Instant Dragon für Vitality. Und wir kriegen drei Goobies.
Nicht ganz for free, wir haben den ein oder anderen CS droppen müssen. Jetzt wird Rang gestartet, wir haben es auf dem Hawk gespottet. Schlatan geht aber noch oben, man will nicht contesten. Okay, ich bin gerade ein bisschen mindblown. Wie ist Schlatan 10 CS unter Douglas? Sollte die denn nicht so viel schneller klären als Maokai? Vor allem, wenn Maokai, ich meine, die haben jetzt beide relativ lange Objective gemacht. Jetzt ist Schlatan aber oben am Invaden. Dadurch, dass der Dragon relativ spät gefallen ist, weiß er, dass Douglas noch nicht beantworten kann. Douglas geht jetzt unten nochmal für das Botlane-Play. Der Babysit auf Botlane ist real. Lucky hat leider noch keine Ultimate. Wird hier slowly but surely fallen. Der nächste Kill auf Joppa. Aber ehrlich gesagt ist das nicht so schlimm. Alle mal F5 spammen in Chat. Auch in den Chat. Chat, ihr müsst F5 spammen. F5, F5, F5. Auch in den Chat schreiben, damit die Brüder und Schwestern alle mitbekommen. Twitch hat wohl irgendwie Issues, keine Ahnung. Ich check das immer noch nicht, wie Schlatan immer noch behind sein kann. Hittet er hier wenigstens Level 7? Ja, tut er. Wie kann Douglas nach all den Ganks Botlane immer noch ahead sein? Der hat gerade seine komplette Topside verloren. Also ich muss gestehen, ich bin von dem Early Game jetzt noch nicht so überzeugt. Also der Smolder wird halt, das ist ein Smolder mit 10 CS, in 10, also mit 10 CS pro Minute. Der wird halt wirklich brachial stark werden. Und unsere Nidalee ist noch sehr weit weg vom Snowballen. So, die zweiten Goopy spawnen. Dent ist schon da. Scarface wird jetzt face checken. Schlatan ist noch am Braum. Wir fighten. Wir ziehen den Fight nach hinten. Stannis ist relativ tief drinnen. Unsere Carries sind an der Seite. Man kann in den TF hitten. Stannis ist ziemlich low, muss jetzt sterben. Wird zurückgenockt von Scarface. Shiganari ist im Prozess schon gestorben. Schlatan kann disengagen. Zarin ist jetzt ziemlich low. Scarface flasht rein, bekommt den Kill. Douglas geht sehr deep rein, tankt den Turm. Auch er wird sterben und es ist jetzt Game 1 all over again. Wir fistfighten all day, every day. Das ist einfach ein 3-für-3 so far. Alter Schwede. Aber Even Trades sind nicht gut für uns. Müssen wir leider so sagen, wie es ist. Scarface face-checkt hier. Schöne Combo von der Rell. Aber Shiganari, trotz seiner Summoners, kann ich disengage, nimmt ja auch die Maokai Ult mit. Wobei der Kill Action nur an Stand geht. Jeder, die flasht, überlebt, dann hier sehr schön gemacht von Scarface. Aber in der End, Smolder hat gerade Infinite Stacks bekommen in diesem Fight, ne? Smolder hat gerade Infinite Stacks bekommen. Aber auch sehr viele Summoners geburnt. Nur noch Smolder, nur noch die beiden Mittel. Oh, Lucky hat actually noch Flash. So, erster Gubi ist down. Aber wir contesten gar nicht. Obwohl wir aber alle Topside sind. Dann hätte man actually Bot denn mehr pressuren sollen, wenn wir wissen, dass wir nicht contesten wollen. So. Scarface ist actually fucking strong jetzt. Hat auch schon sein erstes Item gefinished. Nächster Dragon spawned. Ey, ich würde den contesten. Ich sag's, ich glaube, wir müssen den contesten. Wir haben Alistar Flash Combo, während Rail Flash down ist und generell alle Flashes down sind.
Wir sollten ihn definitiv contesten, den nächsten Dragon. Ein guter Arrow oder Flash-Combo, Insta-Kill into winning fight. Smolder, Corki, beide keine TPs. Aber ich denke, wenn... Aber gut, also es sieht nicht danach aus, als würden wir Dragon spielen, wenn Alistar Toplane ist. Date für Zarin. Ja, ich bin kein Fan von, diesen Dragon abzugeben. Wirklich kein Fan von. Wirklich kein Fan von. Ich glaube, das wäre ein Winning Fight bei Drake. Ich bin mir sogar sicher, dass es ein Winning Fight ist. Wenn Smolder, der einzige mit Flash, nicht mal da ist. Jetzt geben wir einfach den Dragon ab und wir kriegen aber nichts. Also was ist jetzt unser Crossmap? Wir diven da oben ja nicht. Smolder ist der einzige mit... Okay, also... Oh, Lucky kriegt den Kill. Also, dass der Midlaner von Vitality nicht flashen kann, ist legit eine Winning Condition im Laufe dieser Series. Das ist fein. Rail kriegt die Kills. Also, Retalk, wenn der Smolder da seinen Flash richtig nutzt, ist das ein richtig ekliger Dive für uns. Wait, TF Ultimate? Ja. Das Crossmap-Play einfach zu lange dauert. Der Maokai ist legit all the way hochgelaufen. Twisted Fate Ult kommt auch noch dazu. Es ist halt einfach nicht gut. Es ist, wir werden outscaled und wir kriegen kein Lead im Early Game und im Mid Game. Wir werden outscaled und wir kriegen kein Lead im Early Game. Nice try. Wann wäre der nächste Spieltag? Noch heute Morgen direkt. Oder Jan? Korrigiere mich gerne. Ich glaube, es ist einfach. Montag und Dienstag. Wochenende ist frei, weil wir haben alle Real Life. Da habt ihr es gehört, wir haben alle Real Life Chat. Ach, es ist LEC. Stimmt, es ist LEC. Und es darf sich nicht überschneiden. Ja, ihr habt recht. Wieder eine Static Sash, ha? Huh? Ich meine, diesmal haben wir noch eine Nidalee, die macht auch Damage. Aber ich bin trotzdem kein Fan von. Der Varus macht halt so Bazillionen mal mehr Damage als die Ash. Ice Wave leider gone. War der Speer drauf oder hat er einfach nur keinen Schaden gemacht? Ich glaube nicht, dass wir da reinjumpen dürfen. Er sieht mir einfach keinen Damage. Fucking Douglas und Stan sind jetzt schon zu tanky und die haben noch nicht mal ihre Tank-Items gefinished. Ah, das Static-Schiff macht mich ein bisschen nervös. Die sind. Wir haben einfach wieder überhaupt keinen Schaden, aber tanky sind wir auch nicht. Vor allem dieses Mal hat Zarin auch nicht diesen. Diesmal spielt Zarin auch nicht 2k Gold über der Curve. Das heißt, Zarin kann die Fights nicht 1v9, weil er einfach den Carry one-shottet. Weil er im besten Fall even ist. Nice try. Kessante hat auch gut Damage. Kessante ist ein absoluter Non-Faktor in diesem Game. Kessante sollte, wenn Vitality das halbwegs gut spielt, nie einen Fight entern dürfen, weil Nug ihn permanent in Sideline bindet. Ihr seht doch, der ist die ganze Zeit eingepusht. Der hatte seinen Item-Spike, seinen dicken, der hatte den Riesen-Lead, nachdem er den Double-Kill im letzten Fight bekommen hat, und was ist passiert? Nichts. Weil er kann selbst keinen All-In forcen gegen den Ghost-Twisted Fate, und er kann aber gleichzeitig auch nicht moven, weil er immer eingepusht ist. Der Kessante macht gar nichts. Der Kessante ist unsere Weak Side. Den haben wir extra dafür geblindet, dass er einfach nur in Sideline geparkt ist und das passt schon.
Wir hätten Jungle und Botlane hätten wir snowballen müssen. Oder Midlane. Auf alle Fälle Botside. Herald Mitte wird gezündet. Der dritte Dragon spawnt. Maokai steigt ein. Wir sind überhaupt nicht in Position. Wir TP'n jetzt sogar auf den Midturm. Aber warten. Okay. Flash to Flash. Alistar re-engage. Alistar hat noch nicht geultet. Wir können noch spielen. Jetzt ist wir mal eine Situation, wo Cassante actually joinen kann. Weil Twisted Fate auch relativ früh gemoved ist. Und Douglas muss direkt defensiv rausflashen. Und jetzt schaut euch diesen Meat Grinder der ADCs an. Jetzt schaut euch diesen Meat Grinder der Double Blade ADCs an, wie schnell Scarface da stirbt. Joppa kann jetzt hier sogar aggressiv nach vorne flashen. Scarface lebt immer noch. Twisted Fate und geht rein. Wir haben einfach keinen Schaden. Bro, der Cassante sollte so tanky sein. Er geht rein. Und Kraken Slayer Blade killen ihn sofort. Und wir haben Static Shift. Mein gut, generell, das Game sind wir auch einfach, spielen wir auch einfach von behind. Aber ja. Also ehrlich gesagt, ich sehe in dem Game keine Winning Position mehr. Wir können die Fights nicht spielen, weil Mao, Kai, Rell einfach zu broken dafür sind. Wir verlieren Sidelane. Und wir werden outscaled. Also wir haben Adaptionen gemacht, da die Adaptionen sind für mich nicht nachvollziehbar, warum wir sie gemacht haben. Also ich fand den Draft in Game 1 legit besser. Es war jetzt schon eine gute Situation, aber jetzt schaue ich das an. Weil Zelity kann einfach easy Front-to-Back spielen. Die müssen gar nicht irgendwie auf Lucky oder auf Corki in der Seite schauen. Die hitten einfach nur Scarface. Und wir können nichts, wir haben dem nichts entgegenzusetzen, aber weil unsere Frontlane nicht tanky genug ist und weil unsere Backlane nicht genug Damage macht. I mean, maybe fumbled Vitality jetzt gleich Nash fett rein. Bei Tanky sind sie nicht. Der Maokai hat Leandris gerusht, der hat seinen Tanker noch nicht mehr gefinished. Vielleicht, was uns saven kann, ist ein ganz fetter Vitality Nash Throw. Dass sie jetzt cocky werden, weil alles so gut gerade läuft. Ich denke, das ist jetzt der einzige Weg zurück. Der Goldlied sieht nicht mal so wild aus. So. Das sieht jetzt alles nicht so schlimm aus auf dem Papier. Aber das Problem ist einfach, dass Vitality die bessere Comp hat und besseres Geld. Smolder hat 214 6 Minute 21. Das ist komplett krank. Der hat mehr als 10 CS pro Minute. Wir haben einen Hawkshot, um den Nash zu checken. Wir sollten ihn niemals einfach so for free machen dürfen. Haben sie angefangen? Nee, noch nicht. Die gehen jetzt hier für die Trap. Auch mit Maokai-Sepplingen gut ätzend, das Areal zu facechecken. Cassante hat TP. Wir haben keine TP-Bots in der Flank. Oh, warum? Oh mein Gott, warum warden wir nicht zuerst? Wir wollen den Fight forcen. Schöner Arrow. Mit Insta-Cleanse von Varus. Können wir nachsetzen? Nein, jetzt kommt der Re-Engage. Maokai Ultimate connected auf unser komplettes Team. Erster defensiver Flash von Alistar. Jetzt geht man auf Twisted Fate an der Seite. Ash überlebt auf den Zahnflash noch. Können wir den Fight spielen? Cassante ist drinnen. Zarin will auch noch spielen. Wird aber Magnet Storm. Shutdown auf den Varus. Douglas muss disengagen. Wird aber auch fallen. Jetzt ist es nur noch die Ash. Das Smolder.
flasht über die Kummer von Alistair drüber, kann Scarface nachsetzen. Zarin bearbeitet meanwhile noch Stand. Smolder ist immer noch am Leben. Jetzt müssen die Rockets treffen. Die Rockets treffen und es ist Double Kill für Scarface. East. Hey, ich sag doch, das Game ist fucking free. Und dass Scarface 1v9 machen wird. Wie konnte Scarface die komplette Backline töten, ohne auch nur seinen Flash zu benutzen? Der hat nicht mal geflasht in dem Fight. Okay, der Ash Arrow war 10 von 10. Force sofort ist Cleanse. Slow Joppa hier auch nochmal runter? Ja, und Joppa... Nee, hä, ich check's nicht. Scarface ultet Douglas in die Backline rein. Verrückt. Sehr geil. Auch schöner dort von Zarin auf den Smolder-Ding. So. Wir haben nur einen einzigen Flash auch gerade benutzt in dem Fight. Gut, to be fair, hat Vitality jetzt auch nicht allzu viele Flashes geburnt. So, Dragon spawned soonish. Wir haben eine Cloud Soul. Die most broken Soul in diesem Game. Wir wollen jetzt hier das Nash-Areal zumindest ein bisschen einnehmen. Pinkwatch steht noch in Pit. Wir wollen Vitality eben auch von der Dragon-Side wegziehen. Aber ich würde niemals Nash für Drake traden, by the way. Wenn das der Plan ist, bin ich kein Fan von. Nein, tun wir auch nicht. Wir nehmen jetzt den Botside River ein. Wenn wir zuerst im Objective sind, ist big. Wenn Maokai nicht seine Summon verteilen kann, sind wir am Chillen. Rell hat Flash. Okay. Varus Ult schon mal daneben. Das ist gut. Guter Flash von Ash. Kein Follow-up da. Cassante ist drinnen. Douglas geht zuerst down. Hier, oh, Look TF. Kill TF. Ah, Smolder lebt noch. Schlatan auch noch. Lucky Ult ist zu spät. Was macht Schlatan? Oh, das ist ein langer Jump. Varus Flash nach vorne. Serenlebt. Ah. Okay, 3 für 2. Nidalee ist on the hand. Nidalee ist literally on the hand. Luke, Schlatan, bitte steal ihn. Ja, Schlatan. Hol die Pflanze. Nein, du brauchst doch Vision, mein Sohn. Okay. Ja, es ist halt, ja, er hat halt keine Vision, I guess. Na, es ist actually auch schwierig. Es ist actually, er kann nichts machen. Weil wenn er reingeht, stirbt er dafür, dann kriegt Vitality Nash. Aber ehrlich gesagt, wäre mir das lieber, glaube ich. Schlatan sterben, plus Vitality Nash, oder wir den einen Soul. Ist das besser? I don't know. Wenn er stirbt, ist vorbei. Nein, es ist kein Game. I mean, maybe ist... Ein Elder Dragon, der kommt auch in Win Condition für uns. So, wir haben mittlerweile 3,5 Items auf Zarin. Er ist jetzt randomly wieder 3k Gold ahead, by the way. Ha! Der Gold Lead ist halt mittlerweile wieder sehr ausgeglichen. Aber das Problem ist, dass der Small da ist, ist halt. Oh, wait a minute. Insta-Cleanse von Joppa. Und jetzt. Blade of the Ring King ist so ein broken Item. Warum abusen wir das nicht? Ja, GG's. GG's, das ist Game. Leck, Varus fickt Scarface so hart weg. Schaut euch diesen Cassante an. Schaut euch die Cassante-Items an. Und dann schaut euch das an, wie Joppa diesen Cassante auseinandernimmt. Und wir rushen 2 Games in a row Static Shift Ash. Okay, schaffen wir es, so lange zu leben, bis der Elder Dragon spawnt. Wir wollen hier einen Fight nehmen. Wir wissen natürlich, jede Minute, die das Game länger geht, bedeutet mehr Stacks für Smolder. Like, das sieht legit am Anfang so gut aus. Aber er glänzt halt instantly und dann Smolder und Varus picken Scarface aus dem Leben. Schlatan wird von Maokai Ult gehittet.
Und jetzt kommst du einfach nicht von der Klauzoll weg. Und sie rennen dich runter. So. Wir haben im nächsten Fight haben wir Alistair Flash und kein Rail Flash. Aber es ist einfach der NNO-Content-Run. Ich sag's, es war so klar, dass wir nicht bei einem Best of 3 aufhören, wenn es noch 3 weitere geben könnte. Ist NNO danach raus? Nein. Nicht mal. Nein, sonst. Nein, natürlich nicht. Ihr seht's oben in eurem Overlay beim Standing steht ihr, dass Vitality und NNO beide 3-1 stehen. Und du bist basically in dem Moment, wo du 4 Wins hast, bist du weiter. Und sobald du 4 Loses hast, bist du ausgeschieden. Oh, da fliegt ein Arrow noch ganz oben. Ah, oh, trifft aber den Smolder nicht. Also, wir haben noch sehr viele Best of 3 Series vor uns. Das ist nur der erste Matchpoint heute. Actually, ich finde es fein, dass wir oben versucht haben, den Smolder zu catchen. Schau dich das an, wie schnell Cassante stirbt. Wie schnell seine HP-Bar droppt. Aber dafür haben wir lustige Blitze auf der Wave. Vier Item Corki. Wenn es ein Human Being auf diesem Planeten gibt, der das Game noch carried, dann ist es Saren. Also so fair muss man auch sein. Wenn es irgendjemanden gibt, der das Game carried, ist es Saren. Smolder 375 Stacks, ja. Das Ding ist, wenn man den Smolder one-shottet, dann spielt es auch gar keine Rolle, wie viele Stacks er hat. Junge, schaut nicht die Varus-Items an. Wirklich, tut es wirklich nicht. Der ist 5k Gold ahead. Varus ist auch Level 16. Der Varus hat das Niveau von einem Solo-Laner. Aber Corki trotzdem noch Most Damage im Game. Jetzt hat Red leider auch wieder Flash. Alle Flashes von Vitality ab. Elder Dragon. Ein random Elder Dragon Steal into Game Win. Ich fühl's, Chat. Ich fühl's. Wieso sieht man so selten Frozen Heart bei so vielen ADCs? Wer soll aus unserem Team Frozen Heart kaufen? Ich meine, Cassante könnte. Aber ich glaube, es ist einfach nicht gut genug. Das Ding ist, die ADCs machen auch mit dem Attack Speed Debuff so krank viel Damage. Dass sich andere Items einfach tankier machen. Randuins maybe, nee, Randuins ist ja Trash. Weil auch wenn TF und Smolder Crit-Items kaufen, kommt der Damage nicht primär über die Crits. Und Varus ist sowieso kein Critler. So. Elder Ring ist gespawnt, Ducky wird oben ein bisschen gecatcht. Reengaged jetzt. Schöner Dump auf den Smolder, muss defensiv rausflashen, genauso wie der Alistar, der Corkler ist down. Der Corkler ist down. Elder Dragon kann leider noch nicht gesteelt werden. Jetzt kommt Cassante. Scarface 1 gegen 5 Pentakill. Scarface 1 gegen... Oh mein Gott, das sah eigentlich sogar ganz kurz gut aus. Aber ja, ich meine, solange eine... Das war sogar 4 gegen 5. Jetzt ist das Fade ist nicht mal gejoint. GG well played. Well played on Vitality. Gerade im zweiten Game sehr clean von ihnen. Haben kaum Situationen zugelassen, von denen wir capitalisen können. War sehr clean von ihnen. Haben ihren Trash-Talk gebackupt. Wenigstens etwas. Actually, uns haben sie nicht mehr getrashtalkt, sie haben nur Schalke getrashtalkt die ganze Zeit und SK. Ah, sie werden uns das dann wahrscheinlich nach dem Game auch noch trashtalken. Aber, also damit, herzlichen Glückwunsch an die Bienen. Vitality Beat zieht ins Achtelfinale ein und wir spielen am Montag dann die nächste Best of 3 Series gegen ein random Team, das auch 3-2 steht. Wir haben zweimal Ashe First Picked in so einer Ashe Performance, by the way.
Ups. Das ist noch das falsche Game. Ach, alles gut. Nee, ich weiß nicht, wir haben einfach die Early-Situation nicht gefunden. So, wir haben versucht, für Botlane zu spielen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Wir haben es einfach nicht geschafft, nachdem Schlatan da Early geburstet wurde, haben wir es einfach nie wieder geschafft, ihn wirklich ins Game zu bekommen. Wir haben eine lustige Unban auf dem NNO-Kanal. Das Problem ist, dass ich auf dem NNO nicht eingeloggt bin. Machen wir am Montag. Ich bin da eingeloggt. Obwohl, nee. Kannst du es zeigen? Kann man sich das doch angucken, oder nicht? Ja, geht. Ja, gib mir eine Sekunde. Wie heißt die Person? Björn, damit Jan sie gleich sieht, weil ich befürchte, wir haben mehrere Unban-Requests. Schade. Wäre auf alle Fälle Winnowe gewesen, aber war heute nicht 100% unser Tag. Und bei Tenti einfach sehr clean. Ach, das war mein Bann vorhin. Ja, aber ich weiß trotzdem nicht mehr, wie der Kick hieß. Ja, show me. Ich bin ready. Okay, ja, einfach ablehnen. Sowas, das ist glaube ich gar nicht die Björn meinte. Einfach ablehnen und den Bastard anzeigen. Keine Ahnung, was ist das denn für ein absoluter... Lehn's ab, get this shit out of my screen und schau dir eine andere an. Das ist ja disgusting, wie kann man so drauf sein? Noch irgendwas? Nee. Ist das interessant? Wait, da ist ja unser süßes Hamsterchen gelöscht von Brücki. What the fuck? Okay, gut. Okay, da ist ja unser... Okay, alles klar. Alles... Okay, das waren jetzt auch wieder Dinge, die ich eigentlich nicht sehen wollte. Aber jetzt habt ihr es mit mir gesehen. Ja, ich glaube, es gibt nicht wirklich viel zu der Series zu sagen. War heute nicht unser Tag. Vitality hat sehr clean gespielt. Es war eigentlich, hätte ich es mir denken können, dass wenn ich hier mehr Master caste, dass wir natürlich wieder für den vollen Content rangehen. Wir sehen uns dann am Freitag wieder, entweder 17, 18, 19 oder 20 Uhr dann zum nächsten BO3. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Ich würde sagen, wir raiden jetzt zu Fred Erik weiter. Montag, nicht Freitag, Montag. Heute ich meine Montag. Okay. Oh, ich meine Montag. Sorry. Ich meine Montag. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass wir heute die 100.000 Follower hier auf dem Kanal voll gemacht haben. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Fühlt euch gedrückt. Küsschen.